Ja, ich stehe hier mit der Ursula. Ursula, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen. Ja, Annalena, hallo, schön, dass du heute da bist. Ich dir ein bisschen was erzählen darf. Ich bin Ursula Frankenberg, Kinderkrankenschwester von der Berufsausbildung her und Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege. Und zusammen mit weiteren Kolleginnen darf ich das große Team der Entbindungsstation leiten mit rund 50 Mitarbeiterinnen. Wie ist es eigentlich, wenn ich so ein Familienzimmer gerne haben möchte? Da war es ja wirklich sehr groß, ist fast schon wie ein Hotelzimmer. Was muss ich dafür tun? Das Familienzimmer wird sehr häufig gewünscht und das können wir natürlich auch gut verstehen. Das wünschen wir auch allen Eltern, dass das möglich ist. Es ist schön, wenn du bei Aufnahme schon sagst, dass du gerne so ein Zimmer hättest. Und wir schauen dann natürlich, dass du es auch bekommen kannst. Buchen kann man es leider nicht wie ein Hotelzimmer, weil man nie weiß, wie ist die tagesaktuelle Belegung. Sind alle Zimmer noch belegt? Wird vielleicht heute eins frei? So dass es tatsächlich manchmal auch Wartelisten gibt. Falls ein Familienzimmer nicht frei ist, wirst du zusammen mit einer weiteren Patientin in einem Zweibettzimmer untergebracht. Und da kannst du natürlich auch dein Kind Tag und Nacht bei dir behalten. Für mich ist es ja jetzt das erste Kind, wie vielleicht auch für viele andere auch. Deswegen bin ich natürlich noch ein bisschen unsicher in der Verpflegung der Kinder und Ähnlichem. Wie ist das, wenn ich bei euch untergebracht bin? Ist das wie in einem normalen Krankenbett oder helft und unterstützt ihr mich da auch? Wir helfen dir sehr gerne. Das ist letztendlich unsere große herausfordernde Aufgabe, die wir mit großer Freude auch erfüllen. Tag und Nacht stehen für dich die Kollegen bereit aus dem Team. Sie versorgen dich im Rahmen der sogenannten integrierten Wochenbettpflege. Das heißt Pflege von Mutter und Kind aus einer Hand. Eine feste Ansprechpartnerin hast du pro Schicht. Und da wir qualifizierte Pflegekräfte haben mit viel Erfahrungswissen, bist du tatsächlich in den besten Händen. Ich habe jetzt im Vorfeld häufig schon den Begriff des Bondings im Internet auch gelesen. Was bedeutet das eigentlich? Bonding ist die enge Beziehung zwischen Eltern und ihrem Kind. Eine wunderbare Verbindung, die sehr wichtig ist und gerade am Anfang, dass sie gut gelingt. Ein Neugeborenes braucht Liebe, Geborgenheit, Schutz und Wärme. Das ist für das Kind überlebenswichtig. Bei vielen Mamas beginnt diese Beziehung bereits in der Schwangerschaft, bei einigen Frauen aber auch erst einige Tage nach der Geburt oder Wochen später. Weil diese Beziehung so wichtig ist und dass sie gut gelingt, ist uns auch das Bonding wichtig. Und wir haben uns viele Methoden überlegt, wie wir das gut unterstützen können, damit es eine wunderbare Beziehung für alle von Anfang an wird. Ein Beispiel für eine Methode, um das Bonding zu fördern, ist das Bindungsbad, das wir zusammen mit Mutter und Kind im Patientenzimmer durchführen und was tatsächlich hochemotional besetzt ist und eine wunderbare Erfahrung für die Eltern, aber auch häufig für uns Pflegekräfte. Das hört sich alles super spannend an. Wie lange bleibe ich eigentlich nach der Entbindung überhaupt hier? Das hängt ein bisschen davon ab, wie es dir und deinem Baby geht. In der Regel sind die Mamas 2 bis 3 Tage nach einer normalen Geburt bei uns und 4 bis 5 Tage nach einem Kaiserschnitt. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, ambulant entbinden, wenn du eine Hebamme hast, die dich zu Hause weiter betreut und ein Kinderarzt für die 2. Vorsorgeuntersuchung bei eurem Kind organisiert ist. Darf mich meine Familie eigentlich besuchen? Die Väter dürfen uneingeschränkt zu Besuch kommen. Dafür gibt es keine Besuchszeiten. Für alle anderen Besucher gibt es Besuchsregelungen. Die stehen auf unserer Homepage und die kannst du dann nachlesen. Also was macht das Team hier im Marienhospital so aus deiner Sicht eigentlich aus? Was unser Team auszeichnet, ist eine sehr gute Teamgemeinschaft. Die hohe Qualifikation aller Pflegekräfte, dass die Pflegekräfte mit Freude und Herz ihre Aufgabe erfüllen. Wir können jederzeit weitere Fachexperten hinzuziehen in die Betreuung von Mutter und Kind. Zum Beispiel eine Diabetesberatung, wenn es Probleme gibt mit einem Zucker in der Schwangerschaft. Oder auch die Physiotherapeuten, die schon früh beginnen, nach der Geburt mit der Frühwochenbettgymnastik. Und natürlich auch die Stillberaterinnen, die zum Team gehören. Das ist ein Rundum-Paket,
Paket viele, viele Fachexperten, die sich um Mutter und Kind kümmern. Das ist sicher etwas Besonderes und darauf sind wir auch stolz. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Ursula. Jetzt werde ich mich gleich mit Dr. Kunde treffen. Er ist ja der Oberarzt der Neonatologie im Christlichen Kinderhospital, hier direkt angeschlossen ans Marienhospital und wird mir bestimmt noch einige spannende und interessante Sachen erzählen können.